Guten Tag, meine Damen und Herren. Bundespostminister Schwarz-Schilling hat heute Morgen überraschend seinen Rücktritt erklärt. Er sagte, ich schäme mich, diesem Kabinett anzugehören, wenn es beim Nichtstun bleibt. Aber er beließ es nicht beim Nichtstun, sondern handelte, wie man es von Politikern kaum noch gewohnt ist. In einer persönlichen Erklärung begründete der Minister am Mittag seinen Schritt mit der Haltung der Bundesregierung angesichts des Krieges in Bosnien-Herzegowina. Wann ist er denn zurückgetreten? Also die Einladung kam vor 20 Minuten. Auf jeden Fall ist schade. War ein gutes Kabinettsmitglied. Für Schlagzeilen, dem man dieses Temperament und diese Konsequenz gar nicht zugetraut hätte. Er war 10 Jahre Bundesminister im Kabinett Kohl und dann wollte er nicht mehr. Es bleiben viele Fragen offen nach diesem Abgang. Deswegen gleich weiter an Rudolf Wagner in Bonn. Was meinen Sie, ist Schwarz-Schilling gegangen oder ist er gegangen worden? Er ist selber gegangen, Peter, und es war sicherlich ein sehr starker Abgang, der ganz moralische Töne anschlug. Und das hat man ja in Bonn gar nicht so häufig. Man kann Minister Schwarz-Schilling ja gut verstehen. Da werden in Jugoslawien Frauen vergewaltigt, Kinder bestialisch geschlachtet und ganze Städte in Schutt und Asche gelegt. Und wir, die wir fast Nachbarn sind, schauen zu. Versichern Sie sich bei der Regierung, wie die UN zu verfahren hat. Das gesamte dortige UN-Kontingent ist in Gefahr. Wir müssen handeln, auch wenn das ein Risiko für die Geiseln bedeutet. Es gibt keine andere Wahl, wenn das Kontingent angegriffen wird. Wenn es nicht angegriffen wird, sieht die Sache anders aus. Dann ist die Frage, wie viel Beschuss die Zivilisten aushalten können. Find it here. Yeah, can I ask you something for independent television from Belgrade? For independent television in Belgrade. What's going on today here? You know what's going on. I just came here. Hey, Vicky. Ich habe mit dem NATO-Koordinationszentrum in Neapel telefoniert. 40 Flugzeuge kreisen über der Adria, ohne von uns angefordert zu werden. Admiral Smith. Some kind of dead silence, evening of 10 July. Shelling stopped, you know, there was no shooting. We were all looking up at the sky. Houses, looking up at the sky, listening to the sounds. Diese Arbeit ist ziemlich anstrengend. Ja, was sollen wir tun? Also. Ich muss auf die Uhr schauen. Was soll ich jetzt noch fragen? Das ist alles so kompliziert. Down, cycling trivialities.
recycling trivialities. Who cares in 100 years from now? On your small stand. You are now under the protection of the UN forces. What if this doesn't work, Jenny? What do you think it will do to the people? It will work. Wir wollten das eigentlich in die Inszenierung mit hineinnehmen, aber sie hätten uns für maßlose. A vi ste naoružavali, s njima švercovali i pripremali za borbu protiv Srba. I još ste izdali danas naređenje vašim trupama da tuku po mojim vojnicima. Plus you gave the order today, your troops to shoot at my troops. Da čujem šta želite. Da čujem šta želite. Erklären wir es war ein Infanterieangriff und Luftunterstützung wäre zu gefährlich gewesen, weil wenn jemand fragt, warum es keine Luftangriffe gegeben hat, erklären wir, es war ein Infanterieangriff und Luftnahunterstützung wäre zu gefährlich gewesen, voilà! Die Frage ist, warum sich Dragic so verhält, wie er sich verhält. Will es einfach nicht zu erobern? Wenn ja, dann geht der Angriff weiter. Morgen früh sind Luftangriffe nicht möglich. Es ist dichter Nebel über Srebrenica gemeldet. Ich denke nicht, dass Mladic die Schutzzone bestrafen will. Und hier sind die Ergebnisse unserer Frage des Tages. Wir wollten wissen, schämen Sie sich für die Bundesregierung? Und bei hoher Anruferbeteiligung sagen 93% ja, sie schämen sich für die Bundesregierung.